Ich spiele eine Nuzlocke in Pokémon Strahlender Diamant, mit der kleinen Änderung, dass ein Glücksrad jedes Mal über meine Encounter entscheidet. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal. Und jetzt, viel Spaß! Wir haben mittlerweile wundervolle zwei Orden und müssen uns jetzt aber erstmal auf den Weg zum Radladen machen. Hallo mein Freund, ich habe dich gerne gerettet, komm mal eben mit, alles klar Kollege. Meine Lieblingsfarbe war als Kind immer rot, deswegen nehme ich blau. Hä? Oh, dankeschön. Hm? Wobei ich finde blau gar nicht so schön. Dann nehme ich gelb. Das sieht gut aus. Ich nehme gelb. Und damit haben wir unser Fahrrad bekommen. Route 211, warte mal, das ist ein neuer Encounter. Und wir brauchen unseren Encounter aus Route 211. Was wird's werden? Haben wir dieses Mal wieder so Glück wie in der letzten Folge? Wenn Gen 4, dann fangen. Okay. Und das hier ist aus Gen 4. Klingplim. Let's go. Klingplim wurde gefangen. Ich kontrolliere nochmal, dass der auch wirklich aus Gen 4 kommt. Ja, ist aus Generation 4. Perfekt. Hallo Klingplim. Brauchst halt noch einen Namen, ne? Du bist weiblich. Da habe ich eine Idee. So, Glöckchen finde ich passend. Möchte ich Glöckchen mitnehmen? Nee. Nee, erstmal nicht. Wobei es mal ein interessantes Teammitglied wäre. Erkundungsset bekommen. Let's go. Bist du nicht ein bisschen zu alt, um den Untergrund zu erforschen? Dann ab in den Untergrund mit mir. Hey, das ist ja Fight. Was geht, Bro? Ich habe auch schon festgestellt, dass das hier ein kleines Problem ist, weil ich nicht weiß, wie viele Encounter ich mitnehmen soll. Ich sag mal so, ich war jetzt gerade im Untergrund und ich habe festgelegt, ab jetzt für jeden Orden, den wir bekommen, dürfen wir einmal in einer Höhle unten im Untergrund einen Encounter machen. Das Ding ist, leveltechnisch ist das da unten noch keine Chance für uns. Dementsprechend müssen wir jetzt nach Süden auf dem Radweg. Und ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Hey, ich krieg einen Sonderbonbon geschenkt, wie schön. Route 206. Gibt's hier Encounter? Ich denke nicht. Oh, jetzt muss ich hier ganz viele Fahrradfahrer abschlachten. Boy, that escalated quickly. Oh, jetzt sind wir auf Route 207. Warte mal, hier waren wir doch schon mal. Und was machst du denn schon wieder hier? Welche Hand soll sein? Links. Kampfradar? Oh, Kampfpanda. Achso, das ist was anderes. Und ich krieg noch Itemradar. So, hier waren wir schon mal. Hier haben wir schon einen Encounter gefangen. Das heißt, wir müssen hier entlang. Oh, Turbo, was machst du denn da? Ich dachte, du tankst es ein bisschen besser, Kollege. Holla, die Waldfee. Das war mir ein bisschen zu knapp. By the way, nachdem wir das jetzt hier gewonnen haben, ihr könnt auch gerne Vorschläge für das Rad in die Kommentare schreiben. Falls ich nochmal so eine Rad-Challenge irgendwann machen sollte, kann ich das auf jeden Fall mit aufnehmen dann. Wo bin ich jetzt hier? Im Kraterberg. Ist Kraterberg ein Encounter? Ich drehe lieber mal am Rad. Und es wird ein doppelter Wonder Trade. Okay. Schauen wir mal, ob es überhaupt einen Encounter gibt. Ja, scheinbar gibt es hier einen Encounter. Oh, das ist natürlich schade. Ein Meditier hätte ich gerne gehabt. So, wollen wir mal ein weiteres Mal einen Wonder Trade durchführen? Und wir haben einen Tauschpartner in Japan gefunden. Oh, das wäre natürlich cool gewesen, aber das dürfen wir leider nicht behalten. Das Klebunkel müssen wir nochmal umtauschen. Und wieder einmal einen Tauschpartner mitten im Meer gefunden. Was sucht ihr denn? Was sucht ihr denn alle im Meer? Ach, da ist eine Insel sogar diesmal. Bitte bring mir was Ordentliches. Irgendwas Ordentliches. Oh, das zählt als Dupes. Ich hab dich schon. Ich muss dich nochmal tauschen. Und, oh, okay, das nehme ich. Das nehme ich. Das ist ein cooles Pokémon. Ja, erstmal brauche ich kein Pflanzen-Pokémon. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal draußen und treffen hier auf Cyrus. Was zum Teufel? Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Auch ein komischer Satz, so ein Gespräch zu beginnen. Ganz viel Gerede. Es ist mir so egal, Dicker. Es ist mir so egal. Und wir sind angekommen auf Route 208. Habe ich Route 208 schon ein Pokémon gefangen? Nope, habe ich noch nicht. Weißt du was? Der Kampf ist eh nicht so spannend. Drehen wir hier mal am Rad, währenddessen besiege ich kurz dieses Onix. Und auf Route 208 dürfen wir nur Käfer-Pokémon fangen für die nächsten zwei Routen. Das könnte ein Problem werden. Das heißt, sollten wir auf dieser und der nächsten Route, die wir sehen, kein Käfer-Pokémon als ersten Encounter haben, dann haben wir leider kein Pokémon gefangen. Deswegen hoffe ich jetzt hier mal auf einen Käfer-Encounter. Komm schon, irgendwas Käfiges. Ein Zubat. Das ist Dupes. Das ist auch Dupes. Gibt es hier überhaupt irgendwas für mich? Das ist kein Dupes und das heißt, wir dürfen das nicht fangen. Kein Pokémon für uns auf dieser Route. Und wir sind in Herzhofen angekommen. Und irgendjemand empfängt mich hier schon wieder. Was machst du denn hier? Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspiro weiß wohin gelaufen. So, Haspiro, zurück in den Pokéball mit dir. Pass einfach auf das Ding besser auf, Julia. Ich will aber keinen Wettbewerb machen, da habe ich gar keine Lust drauf. Nein, ich muss beim Wettbewerb vorbeischauen, ich kann das nicht mehr. Ey, das hier ist die Wettbewerbshalle. Oh, pardon, das tut mir wirklich leid. Bist du hier, um an einem Wettbewerb teilzunehmen? Viel Vergnügen. Zufällig ist auch Lamina, die Arlena-Reiterin von Herzhofen, eine Wettbewerbsexpertin. Vielleicht fragst du dich, woher ich das weiß. Nun ja, Lamina, c'est moi. Das bin ich. Wenn du très, très fort, sehr stark, dann du kannst mich herausfordern zu einem Kampf. Aber noch nicht jetzt. No, no. Warum denn nicht jetzt? Ich will nicht zum Wettbewerb. Och, Mann. Bitte lass mich in Ruhe. Ist das meine Mom? Oh, es ist meine Mom. Ich wollte dich doch nie wiedersehen. Katrin ist deine Mutter? Alter, Katrin, was tust du hier? Wisst ihr was? Ich trinke einen Schluck. Kann das nicht mehr. Warst mich überrascht, hier zu treffen, Pro Junosch? Ja, ich habe halt keinen Bock, dich hier zu sehen. Bitte sag mir, ich muss da nicht mitmachen. Oh, ich muss da nicht mitmachen. Danke. Aber warte mal, heißt das, dass ich hier in der Arena noch nicht kämpfen kann? Hä, doch, ich kann ja doch kämpfen. Oder doch nicht. Schau einfach später nochmal vorbei. Was soll das denn jetzt? Ich soll Herzhofen erkunden, ne?
Kann ich auch einfach gehen? Oh, nee. Oh, was suchst du denn hier? Oh, Banjo, ey. Hast du gleich gesagt, ich habe dich warten lassen? Ich bin hier seit einer Viertelstunde. Oh mein Gott, Banjo, warum das jetzt? Das könnte jetzt durchaus ein Problem sein. Starre Lili macht den Start. Level 19. Das könnte wirklich ein Problem werden. Ich mach mal ein bisschen Setup. Das ist ein Flug-Pokémon. Das tut weh bei Kampf-Pokémon. Sein Starter ist, glaube ich, Stahltyp. Das ist schon mal gut für mich. Wirklich, ich glaube, noch ist es kein Stahl, aber egal. Wir sind auf plus 2. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf den Steigerungshieb. Jawohl. Oh, wait. Nein! Ich habe vergessen, dass ich schon 20 Leben abgezogen bekommen hatte. Ich hätte den sonst getankt. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so ein dummer Idiot. Oh mein Gott, wie dumm bin ich. Ich habe mein zweites Pokémon verloren. Das ist einfach mein Starter gewesen. Alter, ist das gerade schmerzhaft. Ihr glaubt mir das gar nicht. Wow. Wow, bin ich dumm. Oh, ich habe mich so gefreut auf meinen Starter. Ich habe vergessen, dass er schon viel zu viel Leben verloren hätte. Sonst hätte ich das getankt, weil ich leveltechnisch viel weiter oben drüber war. Aber der hatte einfach zu wenig Leben. Naja, wenigstens habe ich das restliche Team von Banjo jetzt einfach ins Abyss geschickt. Ich weiß nicht, wie ich die Lücke jetzt füllen soll. Chirachi im Himmel, zu dir. Folgt nun auch mein wundervoller Starter. Du warst ein wundervolles Pokémon, aber leider hat es nicht gereicht. Die Frage ist, was nehme ich jetzt mit für dich? Will ich wirklich mal das Ding einfach mitnehmen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen schmerzhaft. Oh Mann, das tut so weh. Haben wir jetzt auf Route 209 gleich einen Encounter? Ja, haben wir. Gut, jetzt brauche ich hier was Gutes. Ach, warte mal. Wait a minute. Ich muss ja gar nicht am Rad drehen. Ich muss einfach hoffen, dass es ein Käfer-Pokémon wird. Dups. Auch Dups. Auch Dups. Also wenn es ein was gibt, was ich mir an Gen 4 stört, ist, dass es viel zu wenig Pokémon gibt. Ich finde nur Dupes-Pokémon. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, hier auf der Route finden wir nichts. Dann markiere ich mir Route 209 als ohne Counter. So, wir sind jetzt in Trosto angekommen und hier oben wartet sogar die nächste Route gleich auf uns. Das bedeutet, wir können hier wieder einen Encounter fangen. Let's go. Und hier dürfen wir nur fangen, wenn es ein Einzel-Pokémon ist. Das bedeutet safe, dass wir es nicht fangen dürfen. Ja, es entwickelt sich nicht mehr. Die Regelung heißt, man darf es nur fangen, wenn es sich nicht mehr entwickelt. Nee, es ist kein Einzel-Pokémon. Es hat eine Entwicklung. Es ist zwar die Entwicklung, aber ich zähle es nicht. Das Ding ist, die gegnerische Arenaleiterin wird Level 30 sein. Das heißt, ich sollte mein Staravia auch auf Level 30 haben. Staravia. So ist richtig. Nur mit Level 19 Peace kriege ich das nicht hin. Wer ist das denn? Wollt ihr auch mal Pokémon benutzen? Holy shit. Ich könnte halt Glöckchen auch richtig gut gebrauchen in dem ganzen Ding. Aber irgendwie kriegt Glöckchen keine EP. Oh, warte mal. Kumu-Milch. Ich nehme mal 10 Flaschen Kuhmilch mit. Also Kumu-Milch. Das sollte sich eigentlich ganz gut anbieten. Warte mal. Wieso kämpfe ich jetzt gegen die ganzen Leute in diesem komischen Restaurant? Darf man das? Ist das legal in der Pokémon-Welt? So im Restaurant einfach so sagen. By the way, warte mal. Das ist ein Gesteins-Pokémon. Das ist ein Problem. Wieso hast du denn bitte 3 Mogelbaum? Oder zumindest aktuell noch 2. Was? Hä? Ich habe vor 5 Sekunden den Hammer eingesteckt, das hat 10 Damage gemacht. Wieso hat er mich gerade jetzt gewonnen-hittet? Och nee, ey. Was ist das denn für eine Frechheit? Also erstmal, was soll das? Und zweitens, wieso macht er so viel Schaden? Hier, kurzer Rewind. Junosch im Schnitt bitte einmal kurz einblenden. Dem sein Hammerarm vom ersten Pokémon hat gar kein Damage gemacht. Wieso hat er jetzt so Damage gemacht? Oder zumindest aktuell noch 2. Ich meine, ich habe einen Ersatz, aber ich wollte halt eigentlich Dings nicht ersetzen. Das ist doch jetzt schon der dritte Tod. So unnötig. Ja, schade, ne? So schnell kann es gehen. Und anstatt Turbo nehme ich jetzt hier die Roselia mit. Aber die ist halt erst Level 1. Ich wollte mir nur dieses blöde Café anschauen und schon hatte ich ein Teammitglied weniger. Hier oben sind ein Haufen Enton, aber da kommen wir noch nicht durch. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Route 215. Und das bedeutet mal einen weiteren Encounter für uns. Das heißt, ich drehe am Rad und wir finden heraus, was wird der Encounter für Route 215 sein. Das Glücksrad sagt, oh, wie schön, 2 Pokémon fangen. Ich habe schon ein bisschen Glück, ne? Ich habe schon ein bisschen Glück. Jetzt muss aber erstmal was kommen, was ich noch nicht habe. Das habe ich noch nicht. Oh, wow, das ist ein guter Encounter. Das ist ein richtig guter Encounter. Oh, mein Gott, Ponita, bleib doch bitte einfach drin. Und Ponita wurde gefangen. Dankeschön. Du bist weiblich. Dann nenne ich dich Sabrina. Da musst du durch. Jetzt gucken wir mal. Kriegen wir vielleicht noch einen zweiten guten Encounter? Kleinstein. I guess I take it. Haben wir sogar gar nicht. Und Kleinstein wurde gefangen. Dankeschön. Und nachdem wir eh einen Onix im Team haben, finde ich, passt der Name ziemlich gut. Die nächste Stadt ist wahrscheinlich ein bisschen entfernt, ne? Dann heile ich mich nochmal kurz. Nein. Nein. Oh, Shinux. Dicker, was tust du da? Bitte beende das Bronzel mal schnell. Jesus Christ. Ich werde jetzt aber trotzdem mal Trauma auf die Bank setzen und Ponita mitnehmen, aka Sabrina. Weil, soweit ich weiß, hat die nächste Arenaleiterin ein Lucario. Und da ist es gut, wenn wir ein Feuer-Pokémon dabei haben. Ich habe ein Problem. Ich habe ein kleines Problem. Doppelkampf. Garados. Jesus Christ, das könnte schwierig werden, wenn Garados jetzt auf unseren Dings geht, ist es down. Oh! Oh! Wieso kann der Eiszahn? Wieso kann der Eiszahn? Das ist nicht okay. Schwierig. Level 22 ist halt um eindeutig zu niedrig. Ist halt sehr riskant, jetzt hier drin zu bleiben. Da dann lieber Palimpalim verlieren. Anstatt unseren Pions Dingsbums da. Das muss jetzt bitte funktionieren. Und Glöckchen überlebt bitte. Oh, Glöckchen. Oh, Glöckchen! Nein! Glöckchen! Oh, nee.
Oh nee, ich hatte eigentlich gehofft, dass Glöckchen das Ding überlebt. Problem ist, ich habe kein Pokémon, was ihn aus überlebt. Ich muss wieder mit Dings rein. Och man, ich wollte Glöckchen einsetzen. Das nervt mich jetzt. Ich wollte doch Glöckchen benutzen. Shinux, sei schneller. Kaskade. Shinux ist down. Ich könnte hier wipen. Das Gyarados ist ein Problem. Das Gyarados ist ein großes Problem. Ich bin aber auch zu langsam, dass ich das jetzt Psi-Strahl... Ja, Roselia ist down. Ich weiß nicht, wie ich das down kriegen soll. Kadabra kriege ich jetzt hin, aber ich war zu langsam. Das Problem ist, alles, was ich jetzt einwechsel, stirbt durch Gyarados. Ich muss mit Ponita das andere Vieh hochheilen. Weil Ponita kann eh keinen Damage machen. Einmal hochheilen. Hoffentlich überlebt Ponita einen Angriff. Okay, komm, bitte überlebt beide einen Angriff. Komm schon. Oh, das macht keinen Damage und es verzaubert. Oh, und jetzt ist Ponita down. Ich habe ein Problem. Ich muss mit Staravia angreifen und mit ihm heilen. Alter, wie konnte ich so aus dem Leben gebumst werden? Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, er überlebt. Okay, jetzt sind wir eigentlich safe. Jetzt müssen wir safe sein. Ruckzuckhieb auf Gyarados drauf. Sicherheitshalber noch Giftschock rein. Holy shit, was hätte ich da besser machen können? Ich habe keine Ahnung. Holy shit. Ja, das ist ein Problem. Alter, Luisa und Klaus, was soll das denn? Also Shinox kommt jetzt erstmal auf die Bank. Sabrina kommt auf die Bank. Oh Mann, was ist das denn für eine Kacke? Und das war's auch für Roselia. Damit willkommen im Himmel. Und jetzt muss ich Trauma wieder mitnehmen auf jeden Fall. Ich muss Hachirizo mitnehmen. Der ist aber Level 8. Felino wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Und Mew muss ich auch mitnehmen. Alter, dieses Team ist so Müll. Ich kann das nicht mehr. Und jetzt pass auf, hier ist die Stadt. Ja, das ist so eine Frechheit. Hier ist Schleieide. Du kannst mir das nicht erklären. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, ich schwöre, ich hasse gerade alles so sehr. Ich hoffe, ich habe im Intro erklärt, dass ich wipe erst, wenn wirklich alle meine Pokémon weg sind. Ich sage das jetzt einfach nur, weil ich mich kenne und ich das wahrscheinlich vergessen habe zu erwähnen. Die nächste Arena. Ich muss hier drin alle besiegen. Alle. Ich brauche alle. Normalerweise sollte das kein Problem sein, aber ich kann auch damit rechnen, dass ein paar Verluste dabei vielleicht doch entstehen. Wieso wendest du dich denn ab, du Idiot? Wie kann man so blöd sein? Das Ding wendet sich einfach ab. Denkt sich aber so, nee, ich sterbe jetzt einfach. Nee, ich habe da keine Lust drauf. Bro, es ist keine Zeit, sich jetzt abzuwenden. Wieso hasst mich dieses Spiel so sehr? Oh, Felino entwickelt sich. Ist das nicht toll? Yay. Morlord, let's go. Ist das hier das Es ist das Einkaufszentrum. Warte mal, das könnte mir richtig viel Glück bringen. Also erstmal brauche ich ein paar Hypertränke, bitte. Und hier gibt's TMs, let's go. Aber absoluter Müll nur. Nehmen Kehrtwende aber mal mit. Hol mal Flammenwurf und Psychokinese. Und noch mal Zauberschein. Ja, let's go. Und hol mir jetzt noch Tafelwasser. Jetzt muss ich nur noch die TMs verteilen. Mew lernt jetzt erstmal Flammenwurf. Und Mewlos soll auch noch Psychokinese lernen. Und noch einmal hier Zauberschein, bitte. Danke. Und Staravia soll noch die Kehrtwende lernen. So, dann kann ich hier noch die restlichen Dollar mit Hyperbällen raushauen. Dann sind wir da auch mal gut eingestellt. So, weiter geht's mit dem ganzen Ding. Und es bleibt weiterhin spaßig. Ich weiß nicht, was mit Staravia jetzt los ist. Ich habe es die ganze Zeit gut behandelt. Und jetzt macht es so Faxen. Bitte, lass Ruckzuck-Tief durchgehen und reichen. Dankeschön. Wisst ihr was? Ich level mich mal schnell hoch und zeige euch dann, wie mein Team aussieht. Folgendes Problem. Meine Pokémon gehorchen mir mit zwei Orden nur bis Level 30. Das heißt, sowohl Staravia als auch das Vieh werden mir nicht gehorchen. Beide werden mir Probleme machen im Kampf. Und beide sind meine stärksten Pokémon. Ich habe noch Mew. Mew ist wirklich eine gute Hilfe. Problem ist, Mew ist Level 20. Wenn dann Lucario kommt um die Ecke und mal kurz Mew so eine kleine Attacke reinballert, war es das mit Mew. Der Kampf, also das wird jetzt Müll. Ich muss ja erstmal das Rätsel überhaupt lösen. Also wirklich, wenn meine Pokémon auf mich hören würden, wäre das kein Problem. Da sie das aber nicht tun, wird das jetzt der Kampf, der entscheidet, ob wir verlieren und die Challenge jetzt schon beendet ist. Ich meine das ernst. Das könnte die letzte Folge sein heute. Hilda, mach mir keine Probleme bitte. Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Mach nicht diesen. Wir gehen mit einem Meditier, was ja theoretisch kein Problem wäre, wenn Staravia Bock hätte. Aeroas, komm bitte. Ungehorsam. Ihr seht, es geht schon los. So, komm, gleich mal Kill. Let's go. Notfalls kehrtwende ich da raus. Ich muss jetzt nur bitte einen Aeroas gegen dieses Mashok rauskriegen, weil das ist knackig. Oh, wieso machst du denn jetzt einen Mac? Ja, jetzt bist du tot, ne? Ja, das war's mit Staravia, ne? Ja, klar. Nee, kein Problem. Schlaf einfach ein. Also, was ist denn mit dir? Ja, ich muss es mit Mew versuchen. Na, Mew ist zu unterlevelt. Eine falsche Attacke und das war's mit Mew. Dementsprechend war es das wahrscheinlich das mit der Challenge. Dampfwalze. Oh, das geht mit dem Damage. Komm schon, noch eine Psychokines. Hypertrank. Ah, nicht so schlimm. Lieber auf Mashok als auf Lucario. Komm schon. Oh, keine Highroll. Noch ein Hypertrank. Alles klar, geht klar. Felsgrab, das könnte wehtun. Okay, ich muss auf jeden Fall mit Mew mich heilen. So, jetzt kommt Lucario. Ich kämpfe weiter. Am schlauesten ist, wenn ich mich jetzt heile, Typenspiegel, Psychokinese. Wobei, ich brauche nicht mal Typen spiegeln. Oder will ich den Typen... Ne, wenn ich seinen Stahltypen annehme, dann nicht. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Psychokinese, komm schon. Bevor es zu gefährlich wird. Ah, das macht gut Damage. Ich kann auch auf den Flammenwurf gehen, aber die Psychokinese wird mehr Damage machen. Metallklaue wird unangenehm, ich wollte es gerade sagen. Noch eine Psychokinese killt! Let's go! Oh, Mew, du Biest!
Alter, das hätte so viel böser ausgehen können. Ich meine, Staravia ist ein Verlust, den ich nicht gerne gehabt hätte, aber das war Glück. Das war wirklich Glück. Alter, Mew ist so ein Biest. Haut hier Lucario einfach Two-Hit weg. Jesus Christ, da haben wir Glück gehabt. Das hätte böse ausgehen können. Und damit haben wir unseren dritten Orden bekommen. Danke dafür. Alter, da haben wir echt Glück gehabt bei der Arena. Ey, und wer wartet da auf uns? Boah, jetzt muss ich dir helfen gegen Team Galactic? Und Kanan wird jetzt Teammitglied anstatt Staravia. Lucia, bitte sag mir, dass das nicht so schwer wird, okay? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Papinella und Pudox, okay. Zum Glück habe ich Onix vorne dran. Steinhagel auf beide und das ist Geschichte. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Let's go. Vor allem, ich muss jetzt mein komplettes Team erstmal wieder hochleveln. Und ich brauche mal neue Encounter auf jeden Fall. Ein weiterer Steinhagel beendet das Leben von Pudox. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Charmian. Aber das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, hoffentlich. Oh nee, ein Klibunkel. Das könnte sogar ein Problem werden. Da muss ich mit dem Feuerodem auf Klibunkel gehen, weil nicht, dass der mich jetzt irgendwie wegkrittet. Klibunkel wurde paralysiert, dann jetzt mit dem Steinhagel rein. Skunkaboo ist down. Und Klibunkel hat nicht mehr so viel Leben. Und Klibunkel ist down. Okay, Glück gehabt. Ja, habe ich gern gemacht, Lucia. Was ich jetzt vorhabe, ich überlege nach Weideburg zu gehen. Ja, ich würde auch gern nach Weideburg gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe gehört, es gibt hier irgendwie die TM Fliegen. Wie gibt dich nach Weideburg? Und wo kriege ich die vor allem Fliegen? Ja, hier. Das ging durchaus schneller als gedacht. So, bevor ich jetzt nach Weideburg mich aufmache, würde ich gerne noch einmal nach Flori. Weil hier haben wir ja den Baum mit Honig eingeschmiert. Das heißt, hier müsste doch auch ein Encounter auf mich warten, oder? Let's go. Oh, okay. Also das Ding ist, hier kann man ja keinen Encounter machen, weil es gibt nur diesen einen Encounter. Dementsprechend ist das sozusagen eine, wie nennt man das? Static Encounter. Das ist der Begriff, den ich gesucht habe. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir uns das Ding mal. Und wir haben Griffel gefangen. Let's go. Was ist denn jetzt hier ein Spitzname dafür? Sorry, mir fällt kein Name ein. Ich bin kreativ geworden, ich weiß. Aber das wird auf jeden Fall der einzige Honigbaum sein, den wir benutzt haben. Vielleicht gibt es irgendwo nochmal einen an der Special Stelle, aber vorerst bleibt es unser erster Honigbaum. Und letzter. Oh, warte mal, wir haben sogar noch einen Encounter hier auf Route 214. Komm, ein bisschen Glück wäre ganz nett. Und wir dürfen kein Pokémon haben. Ach, wie toll. Wir sind in Weideburg angekommen. Das war ein so langer Spaziergang. Hilfe. Und vor allem habe ich noch einige Routen jetzt ausgelassen, weil das einfach den Zeitrahmen für mich jetzt sprengen würde, weil ich seit 2,5 Stunden aufnehme. Ich schreibe mir auf jeden Fall mal die 2 Routen noch auf, dass ich da noch einen Encounter machen muss. Und in der nächsten Folge fangen wir dann hier gleich an mit der nächsten Arena. Das Ding ist, das ist eine Wasserarena mit einem Gyarados als Pokémon in dem Team. Und dann wäre natürlich Echo auf Level 30 schon ganz gut, weil der Ganze wird nämlich auf Level 30 sein, der Gegner. Und gegen Wasser sind wir jetzt auch nicht so perfekt aufgestellt. Dementsprechend werde ich da auf jeden Fall Echo noch ein bisschen leveln müssen, aber das mache ich dann auf dem Weg zu den 2 Encountern am besten. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, vorerst war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Das war wirklich spannend, es war wirklich traurig, diese Folge. Deswegen Mitleids, Kommentar, Mitleids, Like, das wäre ganz nett. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und tschüss.